Klein und beschaulich blickt sie von ihrem Berg herab, die Pfarrkirche Allerheiligen in Dashofen. Nicht ohne Stolz, schließlich feiert das Kirchlein im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in diesem Jahr sein 300-jähriges Jubiläum. Josef Schmidt ist hier seit 25 Jahren Kirchenpfleger. Er hat sich mit der Vergangenheit des Ortes und der Kirche beschäftigt. Die Kirche wurde neu gebaut, weil die alte Kirche im Jahre 1716 vermutlich eingestürzt oder eingefallen ist. Das war der Anlass für den Neubau im barocken Stil und deshalb gibt es eben diese neue Kirche. Die Kirche wurde am 22. Oktober 1719 geweiht. Das ist schriftlich festgehalten, sodass sich dieses Jubiläum jetzt dieses 300-jährige Jubiläum ergibt. Sehr ungewöhnlich und im Bistum Eichstätt einzigartig ist das Patrozinium der Kirche in der 400-Seelen-Gemeinde Dashofen. Sie ist nicht nur einem oder einer Heiligen geweiht, sondern aller Heiligen. Zu sehen ist die Darstellung im Hochaltarbild mit der Gottesmutter Maria im Zentrum. Versucht wurde darzustellen, die Vielfalt der Heiligen. Man erkennt nur einen einzigen, das ist von hier aus gesehen rechts unten der Laurentius. Ansonsten sind es, und das ist wichtig, ganz normale Menschen dargestellt. Ganz normal, wie Paulus auch sagt, jeder ist zur Heiligkeit berufen. Und deshalb ist dieses Patrozinium aller Heiligen was Besonderes, dass man nicht einen Heiligen hat, so bedeutend er auch sein mag, sondern dass sich da jeder identifizieren kann. Identifizieren können sich die Bewohner im ländlichen Raum auch mit dem heiligen Wendelin. Der Heilige der Bauern und Hirten ist in einem Seitenaltar zu sehen. Auf einem Beichtstuhl im Altarraum ist eine alte Dorfansicht von Dashofen abgebildet, die das Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt. Die älteste Figur in der Kirche ist eine Mariendarstellung. Eine Pietà, die vermutlich schon in der Vorgängerkirche ihren Platz hatte. Noch relativ neu sind dagegen die Bronzeglocken im Kirchturm. 2010 wurden die angeschafft und hier eingebaut. Die alten mussten ja weg, weil die Korrosionsschäden hatten und die durften nicht mehr verwendet werden. Und auf diesen Glocken sind also auch die Reliefs vom Albert Fromm zu sehen. Anlässlich des Jubiläums sind die vom Parsberger Künstler gestalteten Reliefs für die Glockenzieher in einem alten Stadel ausgestellt. Es sind sehr moderne Darstellungen, künstlerisch Unikate, nichts aus dem Katalog, sondern schöne Darstellungen, die Bezüge zum Künstler, zur Region und natürlich auch zum Glauben haben. Und wir sind stolz, dass wir diese Unikate auf unseren Glocken haben. Wegen der Feierlichkeiten zum Kirchenjubiläum ist dort auch der größte Schatz der Dashofener Pfarrkirche zu sehen. Das heilige Grab, das sonst nur am Karfreitag zur Anbetung aufgebaut wird. Das heilige Grab in Dashofen ist ein sogenanntes Glasperlengrab aus Böhmen. Müsste so 1907 entstanden sein. Und das wird alle Jahre am Karfreitag um 8 Uhr aufgebaut in der Pfarrkirche. Es wird dann ein Kreuzweg gebetet und die Karfreitagsliturgie und wird am Karsamstag um 13 Uhr wieder abgebaut. Nur eine Handvoll solcher Gräber gibt es noch in ganz Deutschland. Das Dashofener Grab stammt von einer Glasmosaikfirma aus Olmütz in Tschechien. Die Figuren bestehen aus etwa 15.000 beleuchteten, handgeschliffenen Glasperlen und Steinen. Etwa 1.600 Kronen hat das Grab Anfang des 20. Jahrhunderts gekostet. Heute ist es wohl unbezahlbar. Die Gemeindemitglieder schätzen ihr Kleinod und halten das Grab in Ehren, weiß Pfarrer Rainer Nagel. Gerade wenn es dann am Karfreitag aufgebaut ist und die Kirche komplett abgedunkelt, nur das heilige Grab ist schon ein Anziehungspunkt für die Gemeinde, ja, und auch zum Beten, zum Innehalten, zur Meditation. Bleibt zu hoffen, dass das heilige Grab auch die kommenden Jahrhunderte gut übersteht, damit die Dashofener sich auch beim nächsten Jubiläum daran erfreuen können.